Ihnen sagen zu dürfen, dass nicht nur ich Sie hier begrüße, sondern wenn ich von mir oder von dem PAW rede, der Ortsverband Saarlouis Sie sehr herzlich hier bei uns begrüßt und sich immer wieder aufs Neue jedes Jahr freut, dass Sie uns folgen zu unserem Fest, unserem traditionellen Fest hier zum 18. Mal in Folge als Brückenfest bekannt in Saarlouis vom Technischen Hilfswerk. Begrüßen möchte ich auch Herrn Hans-Werner Strauß vom Neuen Betriebshof, der uns auch mit seinem Team immer jedes Jahr tatkräftig Unterstützung leistet, damit das auch möglich ist, so ein Fest zu machen. Ebenso den Leiter der Ortspolizeibehörde, Herr Richard Falk. Auch Sie herzlich willkommen und vielen Dank für die Unterstützung in allen Belangen der Genehmigungsverfahren etc. Vielen Dank. Ebenso ist es mir eine Freude, die benachbarten und befreundeten, sehr stark befreundeten Hilfsorganisationen begrüßen zu dürfen. Ich fange mal an mit dem DRK, Herrn Schröder, DRK Roden. Dann geht es weiter mit dem Malteser Hilfsdienst, den Herrn Christian Wirth, der Feuerwehr Saarlouis, dem Wehrführer der Stadt Saarlouis, Herrn Rainer Quirin, sowie dem Löschbezirksführer Löschbezirk Ost, Frank Ley. Herzlich willkommen euch allen und ich darf mich gleich für meine Kameradinnen und Kameraden bei euch bedanken für die wirklich fantastische und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren, die sich hier Jahr zu Jahr immer besser und schöner gestaltet. Ja, man müsste eigentlich schon sagen, im Neudeutschen, also eine geile Zukunft eigentlich prophezeit. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, macht uns sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, wir können noch ein paar Jahre so miteinander in Anführungszeichen spielen, sprich also Übungen durchführen. Und hoffentlich nie den Ernstfall erleben müssen, ähnlich in Losheim ist vielleicht die Bilder sind bekannt, dass wir sowas nicht wirklich dann stemmen müssen. Ich hoffe, es bleibt bei den gemeinschaftlichen Übungen und kleineren Einsätzen. Herzlich willkommen und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ja, dann möchte ich jetzt den Herrn Fonten bitten, mir ein bisschen zu assistieren und mich zu unterstützen. Ich bedanke mich, dass ich heute hier Schirmherr sein kann und überbringe Ihnen auch die Grüße von Herrn Oberbürgermeister Hens, Bürgermeister Beziner und Baubeigordneten Heyer. Das Stichwort ist eben gefallen, Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtrat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich die jetzt namentlich begrüßen? Ja gut, fangen wir mal an. Fraktionsvorsitzende Peter Demmer, dann die Kolleginnen und Kollegen, okay, fangen wir dann an. Also mir geht es alle besser, dann wie jede heute. Ja, jetzt müssen wir auch direkt auf die Namen kommen, das ist aber wirklich auch ganz schlimm. Ja, der Peter Spolinski, er assistiert ja jetzt. So geht das. Machen wir doch die Arbeitsteilung, die normalerweise ist. Den Kollegen Schulgen, dann beim Kollegen vom Steinraus, den Jürgen Paschek. Aber die Dame habe ich jetzt immer noch vergessen, die allerwichtigste hier aus Roden. Die Charlotte Ley. So, jetzt glaube ich, sind sie aber alle gewesen. Wenn nicht, noch einmal die habe ich, wenn sie dann nicht alle genannt worden sind, dann bitte Hand hoch. Da hole ich das noch gerne nach. So, jetzt hat man mir also ganz schön drin gelegt, aber so kann es einem dann gehen. Ich habe die Grüße überbracht. Ich möchte aber noch hervorheben, wie das so ist, wenn man Schirmer ist, dass man sich einfach ein ganz gewisses mit dem Verein vertraut macht. Und ich denke, THW ist hier in Roden ein Begriff. THW hat hier ja vor 2 Jahren 50-jähriges feiern können und es ist eine feste Einrichtung, was einmal den Bereich der Hilfsdienste anbelangt, aber auch, wenn wir uns dieses Fest heute anschauen, das 18., da kann man also auch sehen, dass im Vereinsleben als solches THW hier in Roden einen großen Stellenwert hat. Und ich denke auch der Platz hier, mir gefällt er eigentlich so sehr, sehr gut. Ich halte ihn für einen der schönsten und besten Plätze, die wir hier in Saarlouis für solche Anlässe haben. Und der THW ist natürlich dann auch
in der Lage, aufgrund ihrer technischen Ausrichtung, diesen Platz entsprechend schön herzurichten. Und ich denke auch von mir an alle Helferinnen und Helfern ist ein ganz, ganz herzlicher Dank zu sagen, einmal schon für die Vorbereitungen und das, was sie an den heute und morgen an den zwei Tagen alles noch zu leisten haben. Ganz herzlichen Dank auch von mir an die Helferinnen und Helfer. Erfahrungen habt, wie Sie jetzt alle, vor der Bühne zu sitzen, als auf der Bühne zu stehen, ist für mich immer in der Vergangenheit ganz, ganz wichtig gewesen. Hoffentlich redet der da oben nicht so lang. Und daran will ich mich auch halten, wenn ich hier oben jetzt stehe. Ich wünsche Ihnen allen schöne Tage hier in Roden und dem Fest einen schönen Erfolg. Und man schreite dann zur Tat. Lange Jahre. Also, ich würde ja sagen, eigentlich schon Jahrzehnte, aber da war ich ja quasi schon gar nicht beim THW, schon die Schirmherrschaft übernommen hat beim THW. Auch noch recht herzlich begrüßen. Vielen Dank, Alfred, für dein Kommen und für dein Tun fürs THW, auch die anderen Veranstaltungen. Vielen Dank. Und ich danke mich und begrüße gleichzeitig Frau Peter, der Caro Blagold. Lieber Bernd, vielen Dank, dass es keine Kollision dieses Jahr gab mit eurem Fußballturnier. Ich bin ganz entzückt darüber. Vielen Dank, dass ihr das planungstechnisch anders geregelt habt. Es ist eine wahre Freude, morgen früh zumindest bei der Messe. Ansonsten wäre da kein Thema. Nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für das Anpassen. Dankeschön. Jetzt zur Party.